Herzlich willkommen, der letzte Podcast heute. Aber ich hatte ja gestern schon angedeutet, dass ich doch ein bisschen vorhabe, die Reihe verkleinert sozusagen ein bisschen weiterzuführen. Ich hatte gestern gesagt, die Orgelvespern, die bei uns am letzten Samstag im Monat immer stattfinden, die könnte man ja ein bisschen vorbereiten. Mal gucken, wie ich das mache, entweder am dritten Samstag im Monat oder vielleicht auch am Freitag vor der Orgelvesper dann, dass ich da einfach ein bisschen über die Orgelstücke erzähle oder so. Lassen Sie sich überraschen. Heute also ein bisschen ganz kurzer Rückblick. Da gibt es eine ganze Menge zu danken. Die Idee zu der Reihe hatte unser Pfarrer hier, Andreas Hannemann, der hat gleich mal eine Kamera gekauft, als der Lockdown kam und mir das dann vorgeschlagen. Und das habe ich begierig aufgegriffen. Er hat dann auch die Sachen bei YouTube hochgeladen. Anfangs musste man das auch lernen und das hat viel Zeit gekostet. Er hat mich sogar auch gefilmt im Wechsel mit unserem anderen Pfarrer, Hans-Joachim Wach. Lieber Andreas, lieber Hans-Joachim, vielen Dank an dieser Stelle. Später habe ich dann das Filmen selber übernommen, aber der Ton war ja immer noch so schlecht am Anfang. Und da haben mir dann drei Herren ganz viel geholfen. Zunächst Björn Hahnkamp, der mal gleich sein halbes Tonstudio hier auf die Empore gebaut hat. Und mit diesem Mischpult und den Mikros konnte ich dann natürlich viel bessere Klänge machen, wobei man immer sagen muss, dass Orgel sehr schwer einzufangen ist. Aber das war ja auch die Idee der Reihe. Das Live-Erlebnis können wir nicht erreichen, nicht wirklich annähernd. Aber man kann was dazu erklären, das war ja so das Thema. Dann später habe ich mir selber eine Ausrüstung gekauft und da hat mich Rüdiger Ort sehr schön beraten. Vielen Dank euch beiden auch an dieser Stelle. Ja, und dann hatte die bessere Tonqualität den Nachteil, dass nun mehrere Spuren übereinander zu legen waren, also die Kameraspur und die Audiospur oder die Audiospuren. Manchmal habe ich auch mit mehreren Mikros aufgenommen. Und das wiederum hat nun mein Mann übernommen. Cornelius hat sich einfach im Internet ein Schneideprogramm gekauft, sodass er diese Spuren übereinander legen konnte, die Titel einfügen konnte. Und er hat tapfer jeden Tag die Podcasts fertiggestellt, auch wenn die Daten von mir manchmal fast erst gegen Mitternacht kamen, weil ich irgendwie nicht fertig wurde. Und er hat mit tapferem Gleichmut ertragen die vielen tausend technischen Fehler, die ich so gemacht habe. Lieber Cornelius, vielen herzlichen Dank für all deine Mühe. Die meiste Zeit, die dabei drauf geht, ist halt auch einfach die Daten dann hochladen. Bei sich selber musste er es, dann musste er es verschicken an Andreas Hannemann, der es dann hochgeladen hat bei YouTube und so weiter. Das ist einfach, kostet Zeit und ist ein bisschen nervig einfach. Vielen Dank euch allen. Ja, die Fehler, die technischen Fehler, die so passieren können, das wäre jetzt einen eigenen Rückblick wert. Also vom Rasenmäher über die Martinshörner und die Leute, die dann plötzlich reinlaufen in die Aufnahme. Aber schlimmer sind noch die verlorenen Chips und die versteckten Kameras. Also die Kamera ist plötzlich weg oder sowas. Gelöschte Videospuren, gelöschte Tonspuren, Video- und Tonspuren, die nicht mehr zusammenpassen. Ich möchte bis heute noch wissen, wo die Videospur von An Wasserflüssen Babylons von meiner besten Fassung geblieben ist, habe ich bis heute noch nicht verstanden, wo die einfach verschwunden ist. Also, kurios, Kabelbruch und fehlende Kabel beim Überspielen und so weiter. Ja, es ist eine Anfechtung manchmal.
Man könnte diese ganzen technischen Fehler und Pannen aufzählen und vielleicht habe ich in den Ferien noch mal Zeit, da einen humorvollen Rückblick zu schreiben. Das würde sich lohnen. Aber man könnte natürlich auch die ganzen Erratas mal sammeln. Errata, das ist vielleicht schon wieder ein Fehler. Lateinisch muss man kein S anhängen. Also, ich habe sogar überlegt, mal einen eigenen Errata-Podcast zu machen. Und es geht sogar so weit, dass der 50. Podcast, den ich hier groß angekündigt habe, wo ich mir auch einen wunderbaren Tambourinspieler dazu geholt habe, Konrad Graf, der war der 49. Ich habe mich einfach verzählt. Das hat aber den Vorteil, dass heute der 75. Podcast ist, auch ein kleines Jubiläum. Und ich habe mich heute auch nicht verzählt. Es ist wirklich der 75. 8 von diesen 75 hat Jürgen Bahnholzer gespielt, dem ich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich danke. Und bei den anderen 67 war ich beteiligt. Dazu kamen die Online-Gottesdienste und die Orgelfespern. Also mir war es nicht langweilig in diesen letzten 4 Monaten. Jürgen Bahnholzer hat mal zu mir gesagt, was hast du für einen wunderbaren Arbeitsplatz hier? Und so sehe ich das wirklich auch. Bin voller Dankbarkeit für die Orgelbauer, die hier so schöne Instrumente gebaut haben oder die sie jetzt pflegen. Auch ja, die Bedingungen, die hier so toll sind an der Erlöserkirche, die einem das alles ermöglichen, habe heute auch extra, übrigens muss ich auch nochmal an die Kamera gehen, damit man das sieht, mein Erlöserkirchenstein angezogen, meinen schönen Schmuck, mein Talisman, den unsere wunderbare Kirchenvorstandsvorsitzende Petra Kühl mir zum 20. Dienstjubiläum mal hat fassen lassen. Also ist ein Mosaikstein natürlich von und dann als Kette, als Schmuck gefasst. Ja. Also, da bin ich auch voller Dankbarkeit. Dann natürlich auch die weiteren Mitstreiter bei den Podcasts. Kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber Birgit Bach-Ernst möchte ich doch nochmal unbedingt besonders erwähnen, die bei vielen Podcasts beteiligt war. 3 davon hat sie auch gespielt mit mir dann. Also sie hat Klavier gespielt und oft war sie auch als Registrantin dabei oder sie hat mich mal gefilmt oder so. Vielen Dank, liebe Birgit, auch dafür. Und nicht zuletzt möchte ich dem treuen Publikum danken. Viel Zuspruch, viel Anregung, auch Kritik oder im Sinn von Korrekturen, Berichtigungen und so weiter. Ein reger Austausch mit dem Publikum und das war toll, dass viele von Ihnen so wirklich regelmäßig auch geschaut haben und sich auf dieses Panorama, ja, so ein kleiner, wie ein Kanon der Orgelmusik, sowas habe ich ja versucht, also kann man nicht ansatzweise schaffen, aber ja, ein Panorama, das Wort gibt es vielleicht am besten wieder, sich darauf eingelassen haben. Das hat dann auch immer die Mühe rechtfertigt, die das Aufnehmen mir schon gemacht hat manchmal. Also, weil ich das oft gefragt worden bin, ich habe wirklich nie geschnitten innerhalb eines Satzes, also das Schneideprogramm von Cornelius hat das auch nicht hergegeben. Also es ist immer am Stück gespielt, außer Präludium und Fuge zum Beispiel habe ich dann neu angesetzt, dass es nicht zu anstrengend wird. Oder auch in der Partita habe ich mal bei einer Variation dann neu angesetzt oder so. Aber also ich glaube, das längste Stück war vielleicht F-Dur Toccata, fast 10 Minuten. Oder auch Klitschka, der erste Satz der Sonate. Das dann am Stück spielen, das ist schon fast wie beim Wettbewerb, dass man keine Fehler macht. Das ist sehr lehrreich und das trainiert auch. Das war ja auch der Trick ein bisschen während der Corona-Zeit, im Saft zu bleiben und nicht abzuschlaffen sozusagen. Ja, und ein Wort zu den Klamotten. Das wurde ich auch immer wieder gefragt. Du musst ja einen riesen Kleiderschrank haben. Ja, habe ich.
Nicht, weil ich modebewusst wäre, im Gegenteil, ich mache mir überhaupt nichts aus Mode, aber ich werfe so ungern was weg und ich habe wirklich noch Kleider aus dem Studium und so. Meine Mutter hat sich auch immer schlapp gelacht, was, dieses T-Shirt gibt es immer noch und so. Und ich habe wirklich dann alles mal ausgepackt, was es so gibt. Ehrlich gesagt, die Klamotten werden jetzt ausgegangen. Die Stücke aber, die ich noch gern gezeigt hätte, die wären noch lange nicht ausgegangen. Also, was habe ich alles verpasst? Was habe ich nicht geschafft? Ich habe immer angekündigt, einen Podcast zum Thema Modalität zu machen. Habe ich nicht mehr geschafft. Kommt noch vielleicht, hoffe ich. Kann ich mir vorstellen. Ich wollte ein ganz uraltes Stück mal vorstellen. Also das Älteste, was ich gespielt habe, war Cabezón. 1510 bis 1566 hat er gelebt. Davor hätte man auch mal was zeigen müssen. Buxheimer Orgelbuch oder solche ganz uralten, abgedrehten Sachen. Das wäre auch mal spannend gewesen. Aber vielleicht kommt es noch. Komponisten wie César Franck, Hindemith. Erste Sonate, ein Stück, was ich in der A-Prüfung gespielt habe und mit meinem verehrten Lehrer Zsigmond Szatmári gearbeitet habe, würde ich sehr gerne mal vorspielen. Kommt noch, vielleicht, ich denke, ich hoffe. Und so weiter, den alten Spieltisch, den pneumatischen Spieltisch, wollte ich nochmal mit Bach zeigen. Also zeigen, wie die Romantiker Bach aufgefasst haben mit so einer romantischen Orgel dann. Und so weiter. Die Ideen sind unendlich da natürlich. Also, das ist vielleicht so ein Motto jetzt auch dieser Reihe. Ars longa vita brevis. Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Ist sowieso ja, mein Thema in meinem ganzen Leben. Ein wahrer Spruch. Also, wir haben vielleicht noch ein bisschen Lebenszeit und können das noch weiterführen. Das hoffe ich sehr. So, und jetzt gibt es heute natürlich auch ein Stück zum Schluss und da habe ich mir gedacht, Bach ist Anfang und Ende aller Musik, so hat es Max Reger voller Verehrung gesagt. Mit Bach habe ich angefangen, an Bachs Geburtstag, 21.03., ein ganz kleines Choralvorspiel habe ich einfach so einmal in die Kamera gespielt, bevor die Reihe sich dann etwas ausgeweitet hat und so würde ich jetzt auch enden mit Bach, kein ganz kleines Stück, sondern eins seiner großen Leipziger Präludien und Fugen, C-Dur, wir sagen C-Dur 9 Achtel, weil das Präludium im 9 Achtel Takt ist, um das zu unterscheiden von den anderen C-Dur Präludien und Fugen. Ein Stück, was meine Eltern besonders lieben, die ich damit nochmal herzlich grüße. Ja, und heute kann ich gar nicht sagen, bis morgen. Jetzt sage ich einfach nur, fast ein bisschen wehmütig, viel Freude und alles Gute. Tschüss!